Hereinspaziert, hereinspaziert, treten Sie näher in den Zirkus des Abends. Cirque du Soir war das Motto beim P1 Sommerfest 2011. Und das öffnete Tür und Tor für allerhand Kurioses. Das gefällt auch dem Chef. Also erstmal sind wir total zufrieden, dass das Wetter so ist und dann, wenn so viele Leute da sind, kann es eigentlich nur gut sein. Und total, also richtlos zufrieden bin ich dann eigentlich immer so erst so um 3, 4 Uhr und dann spürst du einfach, ob es den Leuten Spaß gemacht hat, weil letztendlich darum geht's. In diesem Jahr hat ausnahmsweise mal das Wetter mitgespielt. Dafür hätte ein anderes Missgeschick den P1-Machern beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Um ehrlich zu sein, haben wir ca. 6 Monate an einem anderen Thema geplant. Dann hat da ein Veranstalter in München eine Ü16-Party mit dem ähnlichen Thema schon im Mai gemacht und dann nochmal im Juni. Und dann mussten wir, also die im Mai haben wir ignoriert und dann haben wir im Juni gesagt, okay, scheiße, wir brauchen ein neues Thema für Sommerfest. Wir haben 4 Wochen jetzt an dem so geplant. Das war so, ich glaube, das schnellst geplante Sommerfest von dem Thema her und von allem drum und dran und scheint zu funktionieren. Naja, Hauptsache der Chef und die Gäste sind zufrieden. Auch wenn das Thema Zirkus im ersten Moment nicht unbedingt sommerfesttauglich klingt. Also ich war da am Anfang ein bisschen skeptisch, weil wir haben darüber diskutiert. Und dann habe ich mir das die ganzen Geschichten angeschaut, auch über den Zirkus und das alles. Und also es ist wirklich toll und es ist was anderes. Und das ist, zeichnet natürlich die P1 Sommerfeste immer ein bisschen aus, dass sie nicht ganz normal sind. Aber normal wäre ja auch langweilig. Und wer will das schon?